Der Prolog von Urid vom 20. September. Gedenken. Der heilige Großmärtyrer Eftachios Plazidas war ein bedeutender römischer General unter der Herrschaft der Kaiser Titus und Trajan. Obgleich er Heide war, war Plazidas, dies war sein heidnischer Name, ein gerechter und barmherziger Mann, ähnlich dem Hauptmann Centurion Cornelius, der vom Apostel Petrus getauft wurde. Auf der Jagd verfolgte er eines Tages ein Hirsch. Durch Gottes Vorsehung erschien ein Kreuz zwischen den Geweihenden des Hirsch und Plazidas vernahm die Stimme des Herrn, die ihn zu einem christlichen Priester schickte, um getauft zu werden. Plazidas wurde getauft zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Bei der Taufe empfing er den Namen Eftachios, seine Frau Theopista, treu gegen Gott, und seine Söhne Agapitos und Theopistos. Nach seiner Frau kehrte er zu der Stelle zurück, wo er die Offenbarung durch den Hirsch erlebt hatte, und dankte Gott auf Knien, dass er ihn zur Wahrheit geführt hatte. Da ließ sich die Stimme des Herrn erneut vernehmen und teilte ihm mit, dass er um seines Namens willen leiden werde, und stärkte ihn. Da verließ Eftachios mit seiner Familie insgeheim Rom und hatte vor, sich unter den einfachen Menschen zu verbergen und Gott in seiner bescheidenen und unbekannten Umgebung zu dienen. Bei der Ankunft in Ägypten wurde sofort von Prüfungen heimgesucht. Ein bösartiger Barbar entführte seine Frau und seine beiden Söhne wurden von wilden Tieren geschnappt und fortgeschleppt. Doch der Barbar starb bald darauf und die Kinder wurden von Hirten vor den wilden Tieren gerettet. Eftachios ließ sich in der ägyptischen Ortschaft Vadisis nieder und lebte dort 15 Jahre als Tagelöhner. Dann griffen die Barbaren das römische Reich an und Kaiser Trajan war bekümmert darüber, dass er nicht den tapferen General Plazidas hatte, der überall, wo er kämpfte, den Sieg errang. Der Kaiser schickte zwei seiner Offiziere durch das ganze Reich, um den großen Feldherrn zu suchen. Durch Gottes Vorsehung gelangten diese Offiziere, die einstmals Eftachios Gefährten gewesen waren, in den Ort Vadisis, fanden Eftachios und brachten ihn zum Kaiser zurück. Eftachios stellte eine Armee zusammen und besiegte die Barbaren. Auf dem Rückweg nach Rom fand Eftachios seine Frau und seine beiden Söhne. Unterdessen war Kaiser Trajan gestorben und Hadrian hatte den Kaiserthron bestiegen. Als Hadrian den Heerführer Eftachios dazu aufrief, den Göttern Opfer darzubringen, lehnte Eftachios dies ab und erklärte, er sei Christ. Der Kaiser unterwarf ihn, seine Frau und seine beiden Söhne den Martern. Sie wurden den wilden Tieren vorgeworfen, doch diese taten ihnen nichts zuleide. Dann wurden sie in einen rotglühenden, erhitzten Bronzestier geworfen. Am dritten Tag nahm man ihre Leichname heraus, doch sie waren durch das Feuer nicht beschädigt worden. So gab dieser glorreiche Herrführer dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Lukas 20, Vers 25. Und nahm seine Wohnstatt ein im ewigen Reich Christi, unseres Gottes. Der heilige Fürst Michael und der heilige Fjodor der Bojar. Fürst Michael von Tschernigow besuchte zusammen mit Fjodor, seinem Bojaren, die Tatarenhorde auf Einladung von Khan Batu. Da sie es ablehnten, dem tatarischen Brauch zu folgen, durch Feuer zu gehen und Götzen anzubeten, bevor sie zum König vorgelassen wurden, wurden sie enthauptet. Dies geschah im Jahr 1244. Ihre Reliquien, Zeugen ihres Märtyrertodes für Christus den Herrn, ruhen in der Kirche der Erzengel in Moskau. Der heilige Märtyrer Ilarion war ein Mönch vom Berg Athos. Er litt freiwillig für den christlichen Glauben aus der Hand der Türken in Konstantinopel am 20. September 1804. Seine wundertätigen Reliquien ruhen in der Kirche der Transfiguration auf der Insel Proti. Lobeshymne. Der heilige Großmärtyrer Eftachios. Eftachios, ein Wunder unter den Herrführern, gab sein Leben für den lebendigen Herrn. Macht und Ruhm und königliche Ehre verachtete er
als alten Retant, um Christi willen, des unsterblichen Königs, um des wahren ewigen Lebens willen. Als ihn Jesu Stimme grüßte, war er entflammt von brennender Liebe. Zu Christus, dem allerherrlichen Gott, dem allherrlichen, dem Menschenliebenden. Die Stimme blieb tief in seiner Seele, und die Welt konnte sie nicht ersticken. Und das leuchtende Kreuz, das der Herrführer sah, schwand niemals aus seiner Seele. Das Kreuz gab ihm wunderbare Furchtlosigkeit. Das Kreuz rettete ihn aus der Macht des Feindes und rettete seine Gattin treu wie ein Fels und seine Kinder heldenmütig und tugendhaft. Eustachius übergab seinen Leib dem Feuer und seinen gesegneten Geist dem Herrn. O Eustachius, ruhmreicher Märtyrer, unbesiegbarer Soldat Christi, hilf und stärke die Kirche Gottes, dass sie der boshafte Dämon nicht verleumde. Möge die Kirche leuchten wie ein Stern und ihre Sonne verherrlichen. Christos. Betrachtung: Selbstmord ist eine Todsünde gegen den Heiligen Geist, der das Leben schenkt. Selbstmord ist eine weitaus größere Sünde als Mord, da der Mensch einen Mord noch bereuen kann, während es keine Reue für die Sünde des Selbstmordes mehr gibt. Hier sind zwei Beispiele für das größte Unglück, in dem ein kleinmütiger Mensch wohl Selbstmord begangen hätte, doch in dem sich heilige Menschen Gottes als heldenhaft erwiesen. Der heilige Eustachius befand sich eines Tages in der folgenden misslichen Lage. Er hatte den einen seiner Söhne am Ufer eines Flusses zurückgelassen, während er den anderen zum gegenüberliegenden Ufer trug, dort absetzte und dann zurückkehrte, um den Zurückgebliebenen abzuholen. Als er in die Mitte des Flusses kam, sah er, wie an dem einen Ufer ein Löwe seinen dort zurückgelassenen Sohn schnappte und forttrug. Er schaute zum anderen Ufer und sah, wie ein Wolf seinen zweiten Sohn ergriff und fortschleppte. Ein kleinmütiger Mensch hätte sich in dieser Lage im Fluss ertränkt und sich auf diese Weise ein Ende bereitet. Eustachius jedoch, obwohl ganz von Kummer erfüllt, tötete sich nicht, sondern setzte seine Hoffnung auf Gott und lebte 15 Jahre als Tagelöhner. Er wartete mit Geduld darauf, seine Söhne wiederzusehen, und Gott belohnte seinen Glauben und seine Geduld. Der heilige Ilarion war als junger Mann gezwungen, den Islam anzunehmen, doch sein Gewissen begann ihn zu quälen und ließ ihm keine Ruhe. Er kehrte zum christlichen Glauben zurück, wurde Mönch und übergab seinen Leib strikten Fasten und strengster Askese. Doch der Friede des Herzens kehrte zu ihm nicht zurück. Ein kleinmütiger Mensch hätte sich wohl getötet. Doch Ilarion wählte den besseren Weg. Er ging mit seinem Altvater Vissarion nach Konstantinopel und bekannte nicht nur seinen Glauben an Christos offen am Hof des Sultans, sondern riet Basch Aga zudem, nach Russland zu gehen und sich dort taufen zu lassen. Nach Verhöhnung und Folter wurde dieser mutige junge Mann enthauptet und Gott verherrlichte ihn im Himmel und auf Erden. Seine heiligen Reliquien haben bis zum heutigen Tag wunderwirkende Kraft. Doch wo ist der Ruhm eines Selbstmorders? Wo sind seine Reliquien? Zum Nachdenken. Lasst uns nachdenken über die Gerechtigkeit des Königs Josaphat und über Gottes Belohnung. 2. Chronik 17. Wie Jehoshaphat sich eifrig für die Wahrheit Gottes einsetzte und die Götzen in seinem Land niederriss. Wie Gott ihm Reichtümer und Ruhm und Frieden und auch den Sieg über seine Feinde schenkte. Homilie: Über den einen Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Johannes 14, Vers 6. Diese Worte, meine Brüder, wurden nicht nur gesprochen, sondern in Blut getränkt und durch seine Auferstehung bestätigt. Sie wurden durch den Heiligen Geist in die Herzen der Gläubigen gesät und von der Kirche durch die Jahrhunderte bestätigt, immer wieder bestätigt. Von allen Gütern der Erde ist dem Menschen das Leben das Liebste.
und die Menschen lieben das Leben mehr als die Wahrheit, obwohl es kein Leben ohne Wahrheit gibt. Das höchste Gut ist daher das Leben, doch die Wahrheit ist die Grundlage des Lebens. Wer das Leben liebt, muss auch die Wahrheit lieben. Aber worin besteht der Weg zur Wahrheit? Ich bin der Weg, sagt der Herr. Er sagt nicht, ich bin ein Weg. Damit niemand denken möge, es gebe noch irgendwelche anderen Wege neben dem Herrn Jesus. Dafür wurde er als Mensch geboren, um den Menschen den Weg zu zeigen. Dafür wurde er gekreuzigt, um den Weg durch sein Blut zu ebnen. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Dies muss klar von jenen verstanden werden, die sich mit dem Gedanken betrügen, sie würden Gott kennen und könnten sein Reich erlangen ohne den Herrn Christus. Der Herr nimmt ihnen durch sein Wort völlig diese falsche Hoffnung, diese verzweifelte Selbsttäuschung. Und der Apostel, der diese Worte hörte und sie im Evangelium niederschrieb, bringt sie in seinem Brief auf folgende Weise zum Ausdruck. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. 1. Johannes 2, Vers 23. O Herr Jesus, du gesegnete Quelle der Segnungen, du bist in Wahrheit unser einziger Weg, unser einziges Licht, unsere einzige Wahrheit, unser einziges Leben und der Spender des Lebens. Wir bekennen dich vor den Menschen und Engeln als unseren einzigen Gott und Erlöser. Erbarme dich unser und rette uns. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amen.